Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Heute wollen wir den Alloy Smelter machen. Ich muss kurz die Musik noch mal ein bisschen leiser machen. Dafür habe ich hier schon ein paar Ressourcen, die wir benötigen. Das hier ist dann was für die nächste Folge. Hier, Alloy Smelter. Also das müssen wir alles machen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Der ist relativ schnell gemacht. Zuerst brauchen wir Meshen. Structure. Ups. So, hier das nochmal. Dann den Meshen. So. Zack, zack. So, und dann können wir hier den Meshen Käsig machen. Wie komme ich denn jetzt auf Meshen Structure? Hier den Kessel noch. Und dann haben wir bereits den Alloy Smelter innerhalb von 1,5 Minuten ungefähr. Den wir jetzt unten aufstellen und in unserer Technikebene. So, der wird hier jetzt gerade schon mit Energie befüllt. Und ja, ansonsten gehen wir mal hoch ins Lager. Da machen wir jetzt schon mal etwas für. Ja, entweder für die nächste Folge. Ja, für die nächste Folge machen wir es. Und zwar habe ich hier ein bisschen Clay geholt. Dann brauchen wir noch Stöcke und Bone Meal. Das müssten wir hier haben. Zack. So, einmal hier hoch. Weil dann werden wir jetzt ein Crucible machen. Das heißt, hier muss ich die Sticks reinhauen. Das dauert jetzt eine Weile. Auf jeden Fall bekommen wir dann hier nämlich Ash raus. So, und diese Ash, also Asche, die brauchen wir für den Unfireable Crucible. Den Crucible, wenn wir den gecraftet, also wir müssen erstmal Porzellan machen. Das machen wir aus einem Clay, einem Bone Meal und einem Ash. So, den craften wir dann zu einem Unfired Crucible zusammen. Diesen Unfired Crucible müssen wir dann noch einmal im Ofen brennen. Dann stellen wir eine Fackel auf, darüber die Crucible. Den Crushable. Und dann können wir da hier sagt's Dingens reinmachen. Cobblestone. Und dann wird das Cobblestone langsam zu Lava gemacht. Und sobald wir ein Lava-Bucket dann haben. Apropos Buckets kann ich auch machen gerade. Wie viele Eimer brauche ich? Ich mach mal zwei. Sobald wir das dann haben, ein Bucket da. Lava können wir eigentlich die Fackel wegmachen, da unten Lava hin, weil dann geht's schneller. Und voll Jump. Und ja, dann haben wir jetzt diese Folge einen Alloy Smelter und ein Crushable gemacht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier schon mal Schwert in die Hand nehmen, weil hier sind oftmals Mobs. Normalerweise. Vorführeffekt und so. Und jetzt gehen wir mal gerade eben kurz. Da gibt es kein Wasser. Das heißt, wir müssen wieder an die Stelle, wo ich Clay gefunden habe. Nämlich neben unserer Nahrungsmittelproduktion. War das? Da gibt es stehendes Wasser, was wir dafür brauchen. Und ja, hier. So, weil dann können wir uns oben eine Wasserquelle machen.
Ah ja, was viele auch noch denken, dass man 4x4 für eine Wasserquelle braucht, braucht man aber gar nicht. Man kann auch eine 1x3 Wasserquelle machen. Dann braucht man nämlich nur zwei Eimer Wasser. Und hat sich entweder drei Eisen gespart oder einmal hin und her laufen. So, und bei uns, stell dir vor, wir hätten jetzt dreimal hoch und runter laufen müssen. Das wäre ziemlich beschissen gewesen, weil wir immer eine Ewigkeit brauchen, um wieder hochzukommen. Runter geht ja noch. Kein Problem, aber hoch ist immer ein bisschen doof. Ja, die Brücke hier wird auch noch ausgebaut, da muss ich aber gucken, wann. Ich wollte jetzt erstmal ein paar technische Sachen machen. Also das mit dem Crushable und so. Die Wasserquelle bauen wir jetzt erstmal in der Technik-Ebene auf, weil wir jetzt demnächst mit Thermal Expansion arbeiten für Cobblestone. Vorerst, damit die Siebanlage ständig weiterläuft. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir einen Harvester machen, heißt das, glaube ich. Also so eine Farm Station, die automatisch Bäume abfarmt. Da müssen wir Transport regeln, die das automatisch in Holzkohle brennt. Vielleicht ist es dann sogar gut, das in einem Alloy-Smelter zum. Ja, muss ich gucken. Lese ich mal nach oder probiere es einfach aus. Und die dann automatisch in die Energieversorgung und blablabla, dass wir das Sieb zumindest komplett automatisiert haben. Dass ich da nicht mehr nachgucken muss. Und ja, jetzt aber erstmal die Wasserquelle dran. Da haben wir schon wieder das Klicken. So, die Wasserquelle bauen wir einfach mal hier hin. So, und jetzt hier hin. Und dann können wir hier nämlich immer Wasser rausnehmen. Und jetzt können wir rein theoretisch auch Clay herstellen, indem wir einen Oak Barrel machen, da Wasser reintun. Ich weiß aber nicht, ob das mit Wassereimern funktioniert überhaupt oder ob wir dafür tatsächlich Regen brauchen, was ziemlich kacke wäre. Auf jeden Fall kann man dann nämlich in eine volle Barrel, heißt das, können wir dann Sand reintun und anschließend schön den Clay rausholen. So, und jetzt das. So. Jetzt haben wir Porzellan Clay. Den. Oh Gott. Schluck auf. Den craften wir jetzt. Dann kriegen wir drei Unfired Crushables raus. Das hauen wir in den Ofen. Dann bekommen wir Crushables raus. Habe ich noch Fackeln? Nee, da muss ich gucken, ob ich noch welche im Lager habe. Hier nicht. Hier habe ich noch 5 Stück. Das reicht vorerst. Dann haben wir jetzt die Crushables und Cobblestone haben wir zwar immer noch nicht. Aber die kann ich ja nach wie vor farmen. So, wo stelle ich die Crushables auf? Dafür machen wir hier mal einen weiteren Gang. Und sind draußen. Nice. Ist jetzt gerade aber auch egal. Ich wollte dafür demnächst eh eine eigene Ebene für Cobblestone und so machen. Das allerdings noch nicht heute. Oh, den Cobblestone kann ich gut gebrauchen. So, und jetzt füllen wir hier nämlich einfach Cobblestone ein. Ihr seht das. Haben sogar noch eins übrig. Yeah! Machen wir einfach mal hier in die Kiste. So, jetzt bekommen die hier was zu arbeiten.
Jetzt bekommt der hier gleich was zu arbeiten. Ja. So, und das hier haben wir jetzt, habe ich jetzt ein bisschen erfarmt so noch. Wie war das noch mit dem Alloy-Smelter? Ne, hier war das nicht. Auf jeden Fall finde ich den Alloy-Smelter einfach geil, weil du hier drei Sachen gleichzeitig schmelzen kannst mit Energie. Da bist du nicht mehr auf Kohle angewiesen. Jetzt habe ich natürlich. So, das hier dauert eine Weile. Mit den Fackeln. Hier seht ihr, ist noch kein Bucket drin. Ich kann auch noch nicht nachfüllen. Das wird früher oder später. Moment. Muss ich mal gerade eben gucken, ob ich die überhaupt drin habe. Nee, dafür muss ich einen weiteren Mod reinholen. Nämlich Extra Utilities 2 war das, glaube ich. Und damit könnten wir das sogar automatisieren, dass hier automatisch Cobblestone reingefüllt wird und automatisch die Lava abgepumpt. Aber ich glaube, das geht irgendwie auch mit Terminal Expansions. Und ja, ansonsten hatte ich noch was gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt mit dem Sofa, was ich da errichtet habe. Ich glaube nicht. Ich hatte mit Chisel und Bits auf jeden Fall noch ein bisschen gearbeitet. Hier die Säule mal umgeändert, weil das sah scheiße aus sonst. Und hier das gebaut. Und dann geht es hier auch noch runter. Da wird noch ein Geländer dran gebaut und so. Wo dann mein Bett steht. Wo wir eigentlich mal uns reinlegen könnten. Und das, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass hier in der Richtung die Sonne untergeht. Das ist jetzt hier nicht so gut günstig gelaufen, weil ich wollte ja mich hier hinsetzen und den Sonnenaufgang beobachten. Allerdings wird hier auch noch eine Ebene drüber gebaut. Und die bauen wir eh weiter nach da. Weil da wird Küche und Wohnzimmer sein. Hier, das ist einfach nur so eine kleine Chill-Lounge. Mit Aussichtsplattform. Dann kommt hier noch ein Kamin hin. Wo ich vielleicht sogar eine Trapdoor nach unten mache. Eine Pistentür. Und ja, ansonsten soll es das mit dieser Folge gewesen sein. In der nächsten Folge gucke ich mal, ob ich bereits mit Terminal Expansions anfange, weil die Voraussetzungen dafür haben wir jetzt. Und nochmal zwischendurch eine. Nein. Hier zwischendurch nochmal eine Potato essen. Ja, ich war nebenbei auch noch unten in der Nahrungsmittelproduktion und habe ein bisschen abgeerntet. Und ansonsten würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.